Also ich bin schon da, aber ich bin noch ein bisschen am Kauen, wenn ihr mich das nicht böse nehmt. Ich würde gerne hier trotzdem noch die 100% erreichen. Habe ich mir jetzt überlegt. Und dann gucken wir mal uns vielleicht ein paar Mods an und machen vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Das ist ein Pfefferbeischer, das ist nichts für dich. Nein. Können wir auch mal was zum Essen? Hm? Und zwar würde ich gern probieren, dass man gar keine Stadt das nächste Mal aufbauen, sondern einzelne Dinger da dort, wo Ressourcen sind. Was ich mir aber schwerer vorstelle tatsächlich. Weil du ja die Problematik des Dings hast. Genau. Der Senioren dann wieder. Und du kannst ja von Anfang an noch nicht alles forschen. Ich würde jetzt einfach hier mal... Den bauen wir jetzt noch ein wenig aus. Weil wir haben ja... Eigentlich genug. Olympus Hotel, Hawking Studio, Ding bauen wir jetzt auch mal hier hin. So. Was ist noch groß? Die Schule haben wir gerade. Hier. Spacebar. Der Amusement Park. Das Gym. Das Casino. Dann hier ist ja eh nur Wohnfläche und Forschung. Ja gut, den Spielplatz können wir mal mit hinbauen. Kommt jetzt das Diner hier hin. Das Krankenhaus. Eine Security Station. Den Grocer. Den Art Store. Ich mach's mal hier unten so ein bisschen. Den Electronics Store. Den VR Workshop. Ne, das war der Art Workshop. Jetzt kommt der. Ne, das war. Was? Was ist das jetzt? Das ist der Art Workshop. Der VR Workshop. Irgendwie schaut der fast gleich aus. Oder bilde ich mir das nur ein? Und den Biorobotic Workshop. So. Dann haben wir hier mal alles so ein bisschen, die ganzen Spielereien. Da auf die Dinger bauen wir Brunnen. Hätte ich jetzt mal gesagt. So ringsrum. Da sind ja ein paar. Tschupp. 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 Und dann die restlichen freien Häuserchen mache ich jetzt einfach. Oder die restlichen freien Stellen. Also tendenziell würde ich jetzt hier oben gern trotzdem. Also warte mal, wir haben hier noch freie Flächen. Und zwar, weil das ja alles Dreieckler sind. Hier, hier. Ansonsten keine mehr. Hätte ich jetzt halt wirklich Smart Homes gebaut. Beziehungsweise hier oben hätte ich jetzt noch einmal... den Grocer und das Diner gebaut. Einfach halt wegen der Nahrungsversorgung. Und jetzt hier ringsrum, der ist ja eh erstmal noch zu, ganz viele Smart Homes. Hä? Dann wird das wirklich wie so eine kleine Hauptstadt. Für uns. Heißt der Capital City? Dann machen wir das nämlich hier so. Wir haben auch noch einen Arsch voll zum Aufrüsten. Aber tatsächlich möchte ich das jetzt gerade mal noch nicht machen. Das Ganze aufgerüste.
Und da schauen wir mal, was wir so außenrum noch ein wenig bauen, weil wir werden jetzt also hier, denke ich, ziemlich viele Wohnfläche, ziemlich viel Wohnfläche hinbekommen. Da bin ich mir fast sicher, dass wir hier viel Wohnfläche hinbekommen. Und da mache ich jetzt ja trotzdem mal so einen Steingarten rein hier. So zweimal. Dann mache ich hier. Job. Hier oben machen wir dann einfach einen Pond. Den Garten hin noch mit rein. Dann haben wir hier eigentlich alles, oder? Ja, hä? Nee, da unten fehlt noch was. Aber da mache ich Häuserchen. Und zwar die Smart Homes. So. Dann sollte das erstmal hier ein bisschen gebaut werden. Voll geil. Drei solche Dinger kann man bauen. Dann mache ich einen Network Node noch her. Voll geil. Voll geil. Hier und hier kann man nur eins bauen, aber jetzt mache ich hier mal den Dome soweit ready. Hier wird ja auch schon ganz fleißig gearbeitet. Das passt auch so, hätte ich gesagt. Das soll jetzt erstmal gebaut werden. Toll. Der Stream geht los und ich habe schon was vergessen. So. Habe ich mir hergerichtet, nur die eine Sache nicht. Cool. Dann schauen wir mal, was wir da ein bisschen noch hinbauen, nämlich. Gucken wir mal. Soll ja weiter grün werden und ich will ja weiter. Das ist das Einzige, was ich hier mit dieser Welt noch erreichen möchte. Die 100% Vegetation. Und die will ich heute noch machen. Und dann würde ich mal ein anderes Spielchen aus nächstes. Entweder machen wir ein anderes Spielchen oder wir bleiben bei dem Spielchen. Das weiß ich noch nicht. Sagen wir es eher mal so. Ich weiß es noch nicht safe. Tendenziell würde ich gern bei dem Spielchen. Also ich habe noch Lust hier drauf. Auf das Spiel. Also würde ich es auf der einen Seite gern weiterspielen, auf der anderen Seite will ich auch mal wieder Abwechslung reinkriegen, dass wir nicht immer nur das Gleiche spielen. Das ist immer so mein eigener Zwiespalt, den ich so ein bisschen habe. Ich will ja euch nicht immer nur das Gleiche zeigen. Aber da wir die nächsten Tage eh sehr viel streamen, oder ich wieder streamen kann, die nächsten Tage halt einfach ein bisschen mehr. Hey Krox, ich bin derzeit bei gesamt 14 Streamer und das ist mir einfach, ich möchte mich. Alles gut, sagst du. Alles gut. Ich habe doch meinen Chat selber im Blick. musst du doch nicht. Hey, alles gut. Kann ich mal, also wenn du willst, kann ich dir den Mod wegnehmen, aber ich habe ihn dir halt einfach gegeben, weil du einer von denen bist, die sehr viel hier sind. Dass du durchgehend auf den Chat aufpassen musst. Cool, du kannst dann den Bot selber wegmachen. Das wusste ich auch nicht. Ey, alles in Ordnung. Man soll zuschauen und genießen und oder halt zuschauen und einen Spaß dabei haben oder ein bisschen, keine Ahnung, irgendein Quatsche nebenbei haben. Und nicht die ganze Zeit irgendwo drauf fokussiert sein. Auch wenn ich jetzt 100 Mods zum Beispiel im Chat hätte und einer Blödsinn schreibt, würde ich den genauso, würde ich den genauso auch selbst noch weiterhin rausschmeißen mit. Das ist alles nicht so dramatisch, nicht so ernst sehen.
So. Ich würde hier gerne noch einen See haben und ich hätte gerne hier noch einen See. Es ist halt eine Verpflichtung. Egal, wo ich in die Liste hingehe, ich bin Mod. Einfach too much. Ja, alles gut. Ja, ich weiß auch, warum du dann auch immer Mod bist. Weil du halt ein gutes Kerlchen bist, mit dem man sich auf einer vernünftigen Ebene unterhalten kann. Ein vernünftiges Kerlchen halt bist. Seh's als Kompliment. So, ich hätte hier gerne nochmal zwei Seen, auch wenn es vielleicht gerade nicht das Intelligenteste. Ja gut, 277 Wasser, ich sag schon nichts mehr. Ich sag schon nichts mehr. Wir haben schon wieder einen Drone Heavy Load. Warum haben wir einen Drone Heavy Load? Übrigens, da hinten. Der ist doch gar nicht. Ja, egal. Hat mir das andere, die andere Anomalie, wo wir Androiden machen konnten, auch gut gefallen. Oh, wir kriegen Wohnungen zusammen. Also hier würde ich bitte auch dezent das ausschalten. Wir haben so wie es ausschaut, haben wir ein kleines Defizit in Kinder zu Menschen. Aber da können wir doch eigentlich, gibt es doch da einen Grafen. Colonists. Da gab's, ich hab den gesehen. Ah ja, da oben, da steht's doch so, Graphs. Graph Colonists. Nee, wir wachsen sogar ein bisschen, oder? Unemployed and homeless? Okay, das... Nee, wir... Oh, wir halten uns. Haben ganz geringen Wachstum drin. Das heißt, einen ganz geringen Wachstum nur. Das passt sogar, wenn ich mir das anschaue, oder? In dem Sinne, ich müsste zu Psycho... Physio. Viel Spaß. Lass dich näher, richtig ordentlich einrenken und massieren und alles. Oder ist es Physiotherapie? Dann... Ja, auch viel Spaß. Meine Physiotherapie war lustig. Okay. Wir haben ein bisschen Wachstum drin. Aber wir haben auch noch Homeless People. Sind es Rentner? Dann kann ich ja ganz einfach... Nee, sind es nicht. Es sind keine Rentner. Deswegen verstehe ich es nicht. Okay, weil wir haben 200... Ach, das sind alles... Ah, guck mal, es sind nicht Rentner. Weil wir haben 300 Senioren, aber weitaus mehr Häuser für die Rentner frei. Und 140 davon, dadurch ergibt sich die 375, ja. Okay, dann würde ich so lassen. Eher vielleicht nochmal ein, zwei Domes aussuchen, wo ich die die Kindernachschub, vielleicht machen wir mal zwei Domes, einschränke. Räusper, räusper, hust, hust, bell, bell, wuff. Lass mal hier nochmal ein, zwei Sachen einschränken. Hier wäre noch das nächste Gebiet, was ich tatsächlich gerne angehen würde, wäre hier nach links rüber. Aber wir haben immer noch die massive Problematik eigentlich, dass hier halt verdammt viel Scrap und so Zeug rumliegt. Und der Transportweg nicht mehr so super funktioniert. Aber wir könnten hier trotzdem eine gute Linie rüberziehen, denke ich mal. Und die würde ich auch gern mal machen. Ich würde das jetzt mal abhängig, wo die Linie wäre, von denen hier machen. Das heißt, wenn ich die Linie hier auf der Höhe ziehe, wird es genau hinhauen. Der ist doch perfekt. Also ziehen wir hier eine Linie rüber. Chup, chup. Chup. Blocking Object? Okay. Finde ich nicht geil. Ist eher so Mobbing. Weil hier sind Wasser und Beton. Da ziehen wir nicht hier mal die Linie rüber. Und diesmal sind wir aber intelligenter. Zumindest versuche ich es ein bisschen intelligenter zu sein. Indem wir hier auch nochmal runtergehen. Und hier die nächste Verbindung schaffen. Jetzt machen wir erstmal die normale. Das sind die normale, sag schon, die normalen Aufbau. Hier können wir halt auch ordentlich noch Ressourcen rausholen. So.
Hier reicht es, wenn wir mittig was drin haben. Gut, trotzdem Shuttle Hubs weiterhin. Ich hoffe, heute schmiert das Spiel nicht ab. Wenn wir wieder bauen und bauen, wie das letzte Mal. Shuttle Hubs halt einfach wegen der Versorgung und der Grundbewegung. Die Laserabdeckung, die brauchen wir ja sowieso. Die ist ja sowieso wichtig. Ich wollte gerade sagen, da oben stehen wohl keine Laser, aber doch, da stehen auch welche. Und wir haben dazugelernt. Diesmal definitiv das Universallager mit hin, weil das habe ich das letzte Mal leider ein paar Mal vergessen. Und wir haben auch dazugelernt, die Laserabdeckung ist trotzdem wichtig. Auch wenn der zu uns sagt, dass uns nichts mehr kommt, haben wir gelernt, es kann trotzdem was kommen vom Weltall. Genauso wie die Stürme, was ich gar nicht cool finde. Obwohl er meint, wir sind an dem Punkt, wo das nicht mehr kommt. Das kann aber auch halt durch die Quests gewesen sein, dass das kam. Dass es durch die Quests, die wir ausgelöst haben, gekommen ist. Auf dem Planeten. Das weiß ich halt nicht. Klingt aber sehr logisch. Ja gut, hier wäre ja sowieso ein Large Dumpsite. Hier trotzdem überall so noch ein kleines Lagerchen, damit das auch so ein bisschen eingesammelt wird immer. Falls mal was rumliegt. Was ja auch öfter ist, als mir lieb ist, dass hier noch was rumliegt. Sieht man hier. So, das wird gut aufgebaut. Jetzt müssen wir mal hier noch die Wasserleitung durchziehen. So. Können wir ja auch leider nicht unbegrenzt durchziehen, weil hier haben wir auch so ein kleines Problemchen. Da ist was im Weg, aber das machen hoffentlich bald die Dröhnchen dann weg. So, dann weiter Grünfläche. Hier ist ja erst was. Mittlerweile wird es echt groß, wenn ich da was hinbaue. So. Hier ist es zum Beispiel alles rot. Oder hier ist gar nichts. Also hier ist definitiv keine Grünfläche. Das ist gut erkennbar. Aber es überlappt sich nach oben. Hier ist eine Anomalie. Wir haben das Ding zerlegt. Ehrlich, wie es ist. Ich glaube, wir brauchen das nicht mehr. Oh, guck mal. Er ist fertig. Cool. Da brauchen wir natürlich noch das Seedslager. Hier irgendwo mit Nei. Irgendwo wird sich schon mal ein Plätzchen finden noch. Wo das Ding hinkommt. So. Ich will ja auch nicht zu weit wegbauen. Die ganze Zeit das Zeug. So. Dann wird es hier auch hoffentlich mal ein bisschen grüner. Dann haben wir hier die nächste Reihe, die gebaut werden kann. Wo sich dann ausgebaut werden kann, so dazwischen halt. Machen wir mal. Das sind ja auch noch... Also hier ist noch was. Da haben wir noch was. Hier haben wir Rare Metal. Hier haben wir wieder Eisen. Hier haben wir nochmal Beton. Das können wir dann auch so dazwischen danach ausbauen. Eins nach dem anderen. Nicht übertreiben. Haben wir auch eine Großbaustelle. Tendenziell würde ich halt mal sagen, wäre die nächste Reihe hier, gell? So ein bisschen, ja doch. Hier irgendwo. Also hier so knapp drunter. Also. Knapp drunter. Hier.
Ja. So, aber dafür müssen wir erstmal... Die sind alle noch am Fahren, beziehungsweise er ist fertig mit Fahren. Kannst du mal von hier unten... Hier kannst du ruhig alles einsammeln. Und fahr es mal dahin. Ich habe den Verdacht, wir bräuchten noch ein paar Transporter, weil die fahren gerade alle hier rauf und sammeln da oben ganz fleißig ein. Denke ich mal. Wo fährt der rum? Der fährt hier hinten. Der fährt hier. Das ist der... Das ist einer von da. Der... fährt auch hier oben. Dadurch ist es eine massiv lange Strecke, die so ein bisschen hin zurücklegen. Der fährt hier auch gerade so ein bisschen rum. Der fährt hier rum. Der fährt da rum. Also die sammeln gerade von da oben das mal ein bisschen ein, damit es schneller geht mit den Dozern. Was ja sinnvoll ist. So, ich... Oh. Wird schon... Gut gebaut. Jetzt, wo mein Universallager da ist, wird es schon gut gebaut. So, ich muss ein Universallager anklicken und die Amount einstellen. Schade, dass man die nicht festlegen kann. Ein bisschen höher. Was halt da ist. Guck mal, es regnet wieder. Und guck mal, da füllen sich auch gerade schön zwei Seen. Wenn das fertig ist, müssen wir eher mal durchgucken und schauen, wegen Upgrades und so Zeug. Was auch noch teuer ist, an sich müssten wir mal durchschauen wegen Upgrades. Da ist auch viel offen, denke ich noch. Weil wir da viel gemacht haben. Ja, wirklich viel gemacht in letzter Zeit. Gebaut haben und da keine Upgrades, also allein die Dinger hier. Die, was ich aber tatsächlich eigentlich gern wieder mit reinpacken würde. Hier. Die Moxies. Nicht die Moxies, die Moisture Vaporizer. Einfach, weil, ja, Wasser. Ich möchte nicht an den Pumpen abhängig sein, weil wenn wir irgendwann mal die Abhängigkeit von den Pumpen haben. Und... dann haben wir die Arschkarte nämlich. Wenn wir von denen abhängig sind, weil irgendwann sind die Wasservorkommen verbraucht. Das ist schon ganz cool, wenn die so mal reinspringen können. So als Backup. Das ist schon dann ganz nice. Aber halt nicht, dass die ständig laufen. Okay, dann ist es hier egal. Das ist dann keine geile Idee. Wenn die ständig laufen. Hier, und ich finde unsere Seen, die wir hier gemacht haben, auch ganz schön. So ein bisschen kreuz und quer und alles. So ein bisschen gemischt. Dome without life support? Oh, guck mal, da oben ist auch mal endlich ein Dome fertig geworden. Auf den haben wir ja auch schon lange gewartet. Da habe ich ja auch noch gar nichts eigentlich rangeschmissen. So. Da können wir dann den auch mal so ein bisschen fertig bauen. Oh, guck mal, da fehlen auch noch die Upgrades. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Müssen wir an sich vielleicht nochmal durchgucken. Dann hier oben die Reihe. Dann hier sowieso ein Schrottlagerchen. Und normales Metalllager. So. Immer ein paar Mal hinschmeißen. Das wäre jetzt wieder der Klassiker eigentlich. Zack, zack, zack. Die Spacebar. Wir haben ja den Platz. Und das ist ja die Überlegung, die ich so habe, dass wir vielleicht das nächste Mal... Oh, nee, nee, ich muss hier... Stopp, ich habe hier mehr Arbeitsplätze. Ich habe hier grundsätzlich 48 Arbeitsplätze. Das heißt, ich brauche ja zweimal mindestens Apartments. Zweimal brauchen wir mindestens Apartments. Wenn wir jetzt da noch freie Arbeitsplätze haben, dann passt das schon.
Der ist zu. Quarantäne. Da darf keiner rein. Auch wenn aktuell eh keiner rein wäre. Nee, das darf ich nicht vergessen. Wenn ich die nicht immer wieder vergesse, auf Quarantäne zu packen, dann ist es auch nicht geil. So. Stopp. Welcher Dom ist das? Das ist der. Okay. Welcher Dom ist das? Das ist der. Oh, da ist noch einer fertig geworden. Okay. Cool. Hier haben wir nur zwei. Da kann ich direkt Smart Homes bauen. Warte mal. Ich habe so ein bisschen was Wichtiges vergessen. So, dezent. Vergessen. Braucht ja Wasser und Strom. Ups. Ich weiß nicht, was sie danach so ein bisschen machen sollen. Aber es wird trotzdem so nach und nach fertiger. So volle Schicht. Wenn gerade meine Heizung hochfährt. Ist es so kalt hier drin? So kühl. Ich habe nämlich immer auf 21 Grad eingestellt. Die Räumchen hier. Überall. Oder es wird gerade wärmer. Das kann auch sein. Dass er runterfährt. Das würde natürlich auch Sinn ergeben. So. Und diesmal kriegt ihr mal ein paar Brunnen. Ich baue nicht immer nur das gleiche. Ist auch nicht schön. Ein bisschen mehr Abwechslung reinkriegen. So, dann haben wir hier logischerweise ein Dumpside. Und zwei Metalllager. Gut. An sich ist es hier sehr gut fertig gebaut eigentlich. Also ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal mein Flatten-Ding nehmen. Und hier die Beule rausmachen. Die wir hier haben. Ihr habt Upgrades. So, jetzt könnten wir trotzdem schon mal so ein bisschen durchschauen hier oben. Ihr habt Upgrades, du wirst gebaut. Du bist auf Quarantäne. Du bist geupgradet. Ihr habt die Upgrades noch nicht. Und es würde, glaube ich, sogar ganz gut hinhauen, so wie es ausschaut. So, der Dumpside kommt weg. Du bist noch nicht gebaut. Ihr kriegt die Upgrades und seid auf voller Schicht. Ihr kriegt auch noch die Upgrades, auch wenn ihr nichts pumpt, aber wenn ihr reinspringt, habt ihr einfach eine höhere Leistung. Du hast die Upgrades schon, du hast sogar einen Fluss geschaffen. Ihr habt die Upgrades, ansonsten ist hier jetzt erstmal nichts. Ihr habt Upgrades und seid hier fertig. Ihr habt die Upgrades und seid hier fertig. Und ihr seid auch endlich mal fertig, aber ihr habt die Upgrades noch nicht. So. Du bist ja schon fast durch, glaube ich, mal mit dem Betonvorkommen. Ja, da ist nicht mehr viel. Ansonsten gucken wir mal euch zwei durch. Ihr habt auch keine Upgrades. Ihr kriegt diese auch. Research complete. Hey, hör mir auf damit. Das hört irgendwie nicht auf. Da können wir auch mal durchziehen. Flop. Eigentlich ist es voll schön hier. Mittlerweile. Da ist eine Rakete wieder da. Kann sie auch gleich mal landen. Ist echt irgendwie voll schön. Hier oben kommt sie so nach und nach. Oh, wir haben die 90. Wir haben die 90. Ich weiß nicht, wie wir die 90% gekriegt haben. Aber wir haben die 90% gekriegt. Voll geil. Achso, Seed Vegetation. Okay, das heißt, zweimal müssen wir noch eine Rakete losschicken. Dann haben wir hier die 100. Voll geil. Aber ernsthaft, voll geil. Wir haben die 100. Wir haben die 90%. Das heißt, wir haben hier den nächsten Ding, den nächsten Boom. Damit haben wir alles. Nur noch der letzte Schliff fehlt. Der letzte Schliff fehlt nur noch.
dann haben wir... Dann sind wir durch. Was machst du? Du sammelst hier oben ein. Okay. Ja, wird trotzdem relativ zügig fertig. Vielleicht habe ich die vorhin das letzte Mal erst losgestartet. Das kann sein. Die sammeln gerade... Was sammelt ihr ein? Ach, ihr holt gerade Elektronik. Von wo? Hä? Achso, zum Aufbauen. Hm. So, die Frage ist jetzt aber, trotzdem, die ich mir halt so gerade ein bisschen stelle. Was machen wir dann weiter? Oder wie geht's dann jetzt weiter für uns? Bleiben wir hier ein bisschen in dem Spielchen? Wir könnten uns auch mal die Mods anschauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich's ergibt. Dass der immer noch nicht fertig ist. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass überall, wo Metall benötigt wird, das Metall nicht so wirklich nachkommt. Dass die Lager hier gar nicht geil sind dafür. Sondern ich eher andere Lager machen sollte. Wenn ich jetzt seit dem Storage hier... sage, er soll leer werden. Die speichern zwar mega Mengen. Ja, das schon. Das ist geil an denen. Die speichern unglaubliche Mengen. Aber was bringt mir das, wenn die Versorgung dadurch oder die grundsätzliche Versorgung nicht mehr ausreichend ist dann deswegen. Warum bauen die den nicht weg? Weil die Versorgung einfach nicht mehr nachkommt. Mache jetzt mal so Metalllager hier, einfach mal so kleine. Muss zwar da deutlich mehr bauen, um die auszugleichen hier vorne. Aber ich denke, das ist ein bisschen schön. Ach, guck mal, die sammeln auch die ganze Zeit überall ein paar Seeds mit hier ein. So, das wird jetzt leer werden. Hoffe ich mal. Unsere Seeds sind auch randvoll. Randvoll. Nahrung aber ebenso. Dass die vielleicht für eine große Speichermenge vorhanden sind, aber gar nicht für den Turn. Weil nur bei Metall haben wir so einen hohen Ding. Und alles, was hier repariert werden muss oder Wartung braucht, ist immer mit Metall verbunden. Immer. Deswegen schauen wir mal, dass wir das leer kriegen hier, das Ding. Auch wenn ich was baue, ich warte meistens immer auf das Metall. Auf nichts anderes. So, hier sollen die Drones erstmal alles ein bisschen freiräumen, hier oben auch mit. Die werden natürlich erstmal beschäftigt sein. Was auch vollkommen klar ist. Oh, guck mal, der ist fertig. Dann kann der doch hier unten, da liegt nicht auch noch ein bisschen Waste. Machen wir mal die große Einsammelsachen. Das große Einsammeln. Statt das große Krabbeln ist es das große Einsammeln. Ich fahr's einfach mal dahin. Hier oben schaut's sehr aufgeräumt aus schon. Jetzt hier natürlich ein paar Ecken haben wir immer noch. Hier. Ja, gut. Ein bisschen was liegt hier schon noch rum. Aber das machen die Kollegen schon. Was machst du gerade? Du machst dich gerade leer. Hier hat einfach überhaupt keinen Platz mehr irgendwo rumliegt für Waste. Eigentlich müsste das ja hier raufgefahren werden. Aber irgendwie wird das... Oder raufgeflogen werden. Oder die fliegen die das ganze Zeit rauf und kommen nicht hinterher? Kann auch sein. Das dauert ein bisschen, bis es leer wird. Das wird ein bisschen länger dauern, bis es leer wird. Ich hätte gern an jedem dieser Dinger 80 Metall liegen. Mach das mal. Mindestens 80.
Ah, guck, die sammeln das ganz brav ein. Ist auch Metall. Dass wir vielleicht ein Lager hier lassen. Oder die alle wegmachen. Das weiß ich noch nicht. Also das muss jetzt erstmal leergeräumt werden. Das wird auch noch ein gutes Stück dauern, bis es leergeräumt ist. Die Polymerlager hier sind zum Beispiel fast leer. Da ist so gut wie nichts. Die Elektroniklager sind ziemlich voll. Was ist das? Rare Metal ist auch sehr voll. Aber Polymer ist relativ wenig. Aber dafür sind die hier überall voll. Oder ziemlich voll. Also es ist eher auf die kleinen Dinger verteilt, statt auf den großen Dingern. Was auch nicht so prickelnd ist, aber wir haben genug Polymer damit. Drone Transportation Heavy Load. Noch wo? Ne, nur da. Gut, dann haben wir das behoben. Die sind alle am Fahren. Noch irgendwo? Hier oben? Ah, ich glaube, der ist jetzt fertig. Ja, guck mal, da können wir die Upgrades auch reinschmeißen. Wenn der jetzt fertig ist. Was? Oh, du willst mich doch verarschen. Echt jetzt? Und noch einer? Und der? Krass, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ja, okay, die sind unglaublich schnell. Wenn es darum geht, das Zeug einzusammeln. Vor allem mit den letzten Upgrades sind sie sauschnell. Muss man halt wirklich sagen. Gerade mit den letzten Upgrades kriegen die ein Tempo drauf. Die Betondinger, das ist schon krass dann. Aber guck mal, wir haben es hier grüner gemacht, nur durch die Seen. Deutlich grüner. Die wir hierher gebaut haben. Dann soll es hier oben auch langsam grüner werden, denke ich. Da sind ja ein paar schon hergebaut. Lassen wir mal, räumen wir mal hier die Überreste auf. Da mache ich hier auch mal noch einen See hin. Einen großen? Einen großen. Machen wir hier auch ein bisschen was noch hin. In Sachen Wasser. So. Dann darf da auch noch ein großer See hin. Also, ich sehe es. Wie viel, was? Power Grid Split? Und Schmarrn. Wie viel, wir hier an Tempo gewonnen haben. Wo war der andere? Das brauchen wir halt hier jetzt dann auch nicht mehr. Also genauso wie den da. Brauchen wir auch nicht mehr. Und das brauchen wir auch nicht mehr. So, das kann dann abtransportiert werden. Jetzt hat. Ist nicht weggegangen. Guck mal, da können wir jetzt die Upgrades reinpacken. Ja, noch nicht. Ist noch nicht ganz fertig. Der wird aber auch, glaube ich, das Zementvorkommen hier bald abgeerntet haben, ja. Geht schon schnell dann. Die
ganzen Moisture würde ich gerne. Also ich würde gerne hier noch eine Reihe Moisture bauen eigentlich. Aber irgendwie macht es auch keinen Sinn gerade. Wir haben so viel Wasser. Ich werde noch natürlich überall so an die Flächen, wo wir ein bisschen freie Platz haben. Können wir gerne nochmal einen See schmeißen. Also hier jetzt würde ich auch nochmal einen kleinen schmeißen. Also nicht einen kleinen, weil die sind dann echt winzig. Aber einfach so einen Large Lake nur dann. Hier. Guck mal, da müssen wir auch Überbleibsel wegräumen. Tschüpp. Nein, ich wollte dahin. Tschüpp. Tschüpp. Und jetzt eine Wasserleitung. Von hier nach da. Machen, weil hier Wasser für das See. Was nass. Ich finde, es schaut cool aus. Ich feiere immer mehr, was mir so ein bisschen bauen. Es wird immer natürlicher hier. Ja, dann kriegst du mal Drohnen rein. Ist doch kein Thema. Wir haben ja genug Drohnen-Prefabs. Natürlich will ich jetzt nicht überall alle 5 Meter hier einen See reinbauen, aber schon so ein bisschen, ab und an mal so. Geht schon. Hier würde ich gerne einen zum Beispiel noch reinschmeißen, hier. Da ist da einfach... Da liegt da einfach was. Den hätte ich halt gern. Hey, Ale. Unebener Terrain. Muss mich ärgern. So, dann mache ich einfach so ein Large. Hier hin. Und da ein hin. Hier zwei so Seen nochmal hier mit her. Um es hier noch ein bisschen zu pushen. Damit hier noch ein bisschen Grünzeug wird. Kommt, etc. Wir haben auch bestimmt kein Scrap-Problem. Mm-mm. Wir haben nicht zu viel. Nein, nein. Quatsch. Research complete. Weil eigentlich haben wir auch nicht so viel. 10.000, wir hatten schon mal mehr. Nur wir haben nicht mehr so die Verbraucher jetzt, weil wir Atmosphäre und alles ja haben. Du bist richtig cool, danke. Weil wir die Atmosphäre und alles haben. Hier sind 4 Stück ohne Jobs. Pass mal auf. Machen wir hier, dann haben wir da noch 2. Und... Oh, hab ich die vergessen hier zu upgraden. Und hier, dann haben wir gar keine mehr ohne Jobs hier. Dann ist das Krankenhaus immer besetzt. Und hier haben wir dann keine Arbeitslosen mehr. Hier, das soll sich einfach mal weiter aufbauen. Das wird noch ein wenig dauern, unser Capital City. Guck mal, jetzt können wir hier auch die Verbindung bauen. Endlich. Da will ich doch hin. Da will ich doch hin. Dann will ich hier noch rüberziehen. Dann ist der Moisture auch angeschmissen und angehängt. Das hat sich aber schnell aufgebaut jetzt hier. Aber ich warte noch mal ein paar Minuten hier. Einfach, damit es läuft. Da sind unsere Magnet-Field-Generatoren. Hier ist jetzt alles fertig, genau. Da, das war das, was ich vorhin angefangen habe. Die Upgrades rein. Dich will ich. Die Upgrades, ja. Habe ich nur so halb durchgebaut vorhin. Dann habe ich gesehen, dass da noch nicht was, nicht alles frei ist. Oder nicht alles fertig ist. Ihr arbeitet alle in der 3-Schicht und wir haben jetzt halt hier rein theoretisch 71 zu 78. Das passt eigentlich fast ganz. Das heißt, keine Kinder. Weil wir haben ja immer noch ein Wachstum. Also die dürfen keine Kinder machen. Und wir wollen hier auch keine Kinder, weil Kinder im Bergwerk, schwierig. Man muss vielleicht nicht so viel groß, nicht so groß ausbuddeln. Weil die sind klein und passen rein. Also, deswegen waren sie ja damals im Bergwerk. Aber auf der anderen Seite, Kinderarbeit wollen wir nicht.
Das kann ich auch wegmachen, die Large Dumps. Nee, nee, nee. Die brauchen wir. Hier sind Pumpen. Wo haben wir denn jetzt schon wieder einen Drone Heavy Load? Haben wir gar nicht, so. Und der andere Dome, der war doch der hier. Der ist auch soweit fertig gebaut. Jetzt gucken wir mal kurz hin. 47 zu... Passt eigentlich auch fast. Das ist ja sehr schnell hier oben abgebaut. Dann haben wir die Arbeitsplätze ja wieder frei. Die drei Arbeitsplätze, die wir zu viel haben. Das gibt sich. Dann hier einmal die hängenden Gärten. Keine Geburten erlauben. Und keine Kinder. So, zack. Dann haben wir den nächsten Dome soweit freigegeben. Ich glaube, dann haben wir hier oben die ganzen Domes an sich noch fertig, die letzten paar Ressourcen hier oben noch einsammeln. Das ist dann auch soweit durch. Hier hatten wir ja nichts, wo man Dome hinstellen. Also außer hier 5000 Forschungssachen und Research Boosts und noch mehr Boosts und noch mehr Boosts. Oder wie hier. Haben wir ja nicht. Hier haben wir ja auch nicht nur den einen Dome hier gehabt für Rare Metal. Hier können wir da ein bisschen, aber da warten wir noch ein paar Minuten. Da muss erstmal anderes Zeug noch ein bisschen weitergebaut werden. Und an sich noch ein bisschen eingesammelt werden. Oh, guck mal, da oben wächst jetzt auch einfach Grünzeug. Ist der, ich glaube, das ist der neue, ist der Boost, den wir jetzt halt haben. Warum hier Scrap liegt, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich lasse es einfach halt hier hin, weil das ist in der Reichweite von Shuttle und allem drum und dran. Aber da können wir an sich nur wieder ein paar Shuttle sein machen. Wir dürfen nur nicht übertreiben, weil sonst schmiert uns nur wieder das Spiel ab und das wollen wir auch nicht. Weil wir mittlerweile echt Punkte erreicht haben. Von unserer Stadt, die nicht mehr so cool sind für unser, oder von unserer Kolonie, nicht mehr so cool sind für das Spiel. Was könnten wir denn mal ein bisschen brauchen, weil wir haben sau viel Geld. Lass uns mal Cargo Rocket schicken, einfach mit Drohnen und, ach komm, Polymer, haben wir echt nur noch 2,5. Go. Haben ja auch überhaupt nicht viele Raketen oder so. Ich könnte auch ständig den Space Elevator machen. Ja, aber... Ich will... gerade einfach mal wieder ein paar Raketen haben. Ich habe einfach gerade mal Lust auf Raketen. Auch weil ich hier Drohnen mitschicken kann. Was halt sinnvoll macht. Oder sinnvoll ist. Ein Explorer? Komm, wir schicken uns einen Explorer. Und einen Safari. Mal wieder mit hoch. So. Was kann man denn eigentlich nochmal für Prefabs eigentlich hier mal? Ist da wieder was dazugekommen? Ja, klar. Da war ja zu Verschluss. Jetzt haben wir das hier auch noch. Da, warum braucht man davon Prefabs? Gut, ich baue ja sowas immer. Also ich könnte mir das schon einfach halt hochschicken, aber ich habe die Ressourcen. Ich hätte gerne mehr Drohnen. Schade, dass man nur 20 Drohnen schicken kann. Ich würde dann gerne das Ding vollpacken mit Drohnen. Aber weil die Rakete halt auch gleichzeitig als Controller reagiert und da nur 20 Drohnen supportet. Ja. Ist das halt so. So, wie schaut's hier aus? Wir haben immer noch 109 Obdachlose. Was sind denn die? Warum bist du obdachlos? Warum sind wir an sich so überbevölkert? Wir haben die Häuser frei, aber Obdachlose? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wir haben 307 Häuser frei. Hier um die 500 haben wir Maximum Senioren. Wohnhäuser. Wir haben 250. Also das ist zum Beispiel ein Seniorenblock.
Und der ist halt leer. Ja, na gut, daher geben sich vielleicht die, ja, daher kann es sich ergeben. Dann Capital City, nur für junge Menschen. Und bei den Geoscopic Dome haben wir ja auch. Aber ich mach doch gar keine Menschen mehr. Also ich mach doch gar keine, also Kinder ist doch eigentlich, geburtentechnisch ist doch sehr eingeschränkt. Nochmal einen weggenommen, nochmal Dome. Gut, ich hab's vielleicht bei den neuen Domes vergessen einzustellen. Bei den, also ist ja kein Dome mehr. Siedlungen? Nee, dass auch überall keine Kinder machen. Ich hätte eine Idee. Das schaut komisch irgendwie hier aus, aber das passt schon so. Ich mache hier mal einen Dome. Ich habe keine Ahnung, ob wir aber das alles mitnehmen. Hier einen. Hier einen. Nehmen halt mal den vollen Komfortboost mit. Dann mache ich hier zwei Domes hin, die mir... Ja, was? Was machen sie mir? Ich habe alles. Also Research auf keinen Fall. Ich kann hier auch nochmal einen Dome hin. Ah, dann, pass auf, kriege ich hier einen Medium Dome hin? Ein Mega Dome. Der nimmt das nur einmal mit? Ne, hier. Ja doch, das macht 10%. Warte mal, der kriegt auch die 20. Machen wir hier nochmal einen hin. So, Wohnfläche, keine Ahnung. Strom, ich habe keinen Plan, irgendwas werde ich den schon arbeiten lassen können. Oder halt nur so ein, zwei Häuserchen, ich habe keine Ahnung. Irgendwas kriegen wir da schon hin. Irgendwie machen wir das schon. So, hier, also hier grünt es langsam, hier noch um ganz vereinzelte Stellen. Der war schnell fertig. Respekt, war der schnell fertig. Wir sollen auch mal eher davor fahren. Respekt, war der schnell fertig. Alter. Den doch gerade vor ein paar Sekunden erst hingesetzt. Jetzt bin ich überrascht. Also ein reiner Wohndome können wir nicht machen, weil wir hier keine Arbeitsplätze haben. Also müssen wir schon schauen, dass wir das Arbeitsplatz-Wohnverhältnis relativ gut hinbekommen. Also wenn ich jetzt hier mal so trotzdem drei Häuser baue, dann sind wir bei, also drei Smart Homes nur, sind wir rein theoretisch, da passen 14 rein, da sind wir bei 28... Passen da 14 rein? Ich hab's ganz vergessen, wie viel passen da rein? 12. Okay, dann sind wir bei 36. Jetzt sag, da passen 14 rein. 36. Wo können wir Arbeitsplätze reinklatschen? Irgendwo Kleines. Also ein Diner brauchen wir sowieso. Ein Grocer brauchen wir auch. Hardstore, nein. Casino auch nein. Ja, der hier macht Sinn. Der macht ja immer Sinn. Brauchen wir Nahrung? Nein. Ein Krankenhaus auch. Kann man immer bauen. Ich will nichts Forschungstechnisches oder sonst irgendwas bauen, weil das ist halt komplett sinnfrei für uns.
Wobei unsere Forschung mittlerweile echt immer teurer wird. Also, vielleicht ja doch, dass ich hier die, das Hawking-Institut einfach reinschmeiße. Wir hätten 24, das wären zwei Häuser. Zwei Smart Homes, die wir damit abdecken könnten. Ja, dann mache ich trotzdem so ein Hawking-Institut rein, auch wenn es eher sinnfreier wäre. Eher sinnfreier ist. Lass mal das mal kurz bauen. Das ist halt auch schon fertig. Keine Geburten. Wir forschen halt 35, aber wir würden ein bisschen die Menschen einfach wegbekommen. So ein bisschen verteilt. So. Dann halt trotzdem das Hawking-Institut hierher. Den Grocer. Security Station. Diner. Und ein Krankenhaus. Und ein bisschen ruckelig. Ich will hier. Job. Machen wir mal einen Garten. Mal einen normalen Garten. Habe ich irgendwas Kleines noch? Ja, guck mal, eine kleine von. So einen kleinen Brunnen. Das ist schon fast fertig gebaut. Hey, wir haben mit diesem Tempo drauf im Bauen. Keine Kolonisten und ich auch erstmal an Strom und allen ranhängen. Dich baue ich dann auch noch mal so auf. Ich denke, das habe ich nämlich einen sehr guten ein sehr gutes Arbeitsplatzverhältnis. Und der Komfort ist automatisch relativ hoch. Auch wenn wir halt echt die Forschung nicht brauchen. Weil wir ja aktuell nur noch in Geld reinforschen. Weil wir nichts anderes mehr können. So, diesmal baue ich es mal so ein bisschen auf. Ein bisschen Abwechslung. Oh Mann, komm, wir machen mal einen großen. Und. Oh, die Rakete müssen wir gleich losschicken. Die darf nicht lange warten. Die muss gleich los. Zack. Friendship won. Und wir haben verdammt viele Raketen gerade im Orbit. Kommt mal runter, Jungs. So. Guck mal. Wir haben ja keine 12 Raketen mehr, weil wir die ja zum Magnetic Shield oder halt die Polarkappen auch geschmolzen haben damit. Keine 12 mehr, aber es sind immer noch genug. Gut, ich mach mal kurz den hier. Vielleicht schaffen wir es noch. Mein Ziel ist die 100%. Und dann überlegen wir, ob wir weiter, ob wir eine neue Siedlung starten. Wir haben ja noch ein paar Anomalien, die wir noch nicht kennen. Den menschlichen Virus tatsächlich, das ist so eine Anomalie, wo die Menschheit ausgerottet wird. Den will ich auf keinen Fall. Ganz einfach, weil die Erde ist dann weg. Also die Erde ist dann nicht mehr existent für uns. In Sachen Ressourcen, in Sachen sonst irgendwas. Du kannst nicht mehr handeln, du kannst nichts mehr. Das macht halt für uns überhaupt keinen Sinn. So viel zu No Active Research. Das Ding kostet mittlerweile 97.000 und wir forschen trotzdem in einem Tempo durch. Das ist nicht mehr normal. Das Tempo hätte ich gern anfangs. Das Tempo hätte ich gern am Anfang. So, du bist fertig. Zero Space, mehr Produktion.
mehr Produktion. Okay, da können wir jetzt dann ganz genau eigentlich so ein bisschen die Stellen einstellen. Guck mal. Wir haben jetzt 27 zu 38. Wenn ich da jetzt aber da das dazu mache, sind wir bei 35 zu 36. Das heißt, ich muss irgendwo, wo eine einzelne... Also hier, Closer, fertig. 36 zu 36. Und schon kann man einstellen, Age Group. Keine Kinder. Und keine Senioren. Hauptsächlich halt aus dem Grund, um das weiter hier wegzubekommen, weiterhin. Also, wir haben ja Senioren-Domes, die frei sind. Die haben wir ja. Die, so, kriegst ein paar mehr Dröhnchen. Damit hat sich dein Problem auch erledigt. Oh, komm, ich schick die mal Raketen mal. Mach das weg. Mach das weg. Ich brauche nicht noch mehr Geld. Wir brauchen nicht noch mehr Geld. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Gut. Hier wird es immer grüner. Und grüner. Und grüner. Und grüner. Wie schaut es hier aus? Ist es jetzt endlich mal leer? Fast. Okay. Und die haben es... ziemlich gut eigentlich auf die Lagerchen hier überall ein bisschen verteilt. Ich hoffe, damit kriege ich mein Metallproblemrückstand gelöst. Statt dass ich aus drei Lager habe, auf mehrere Lager. Weil ich denke, das war der Scheitelpunkt. Oder der Engpass. Mir ist es jetzt nur auf Englisch eingefallen. Das Bottleneck halt. Wo wir hier das Problem hatten. Wir haben nochmal einen Drone Heavy Load. Warum habt ihr eigentlich immer hier hinten ihren Heavy Load? Das verstehe ich halt gar nicht. Okay. Dann sind wir bei 95 gleich, wenn die Rakete, die ist aber ziemlich lange unterwegs. Ihr könntet auch mal weg. Oh, du hast auch das drin. Das ist jetzt durch den Boost dazu gekommen. Wir können aber auch gerade einfach mal keinen Regen triggern oder so. Die fahren alle überall gerade rum, meine Maschinendinger. Dann machen wir danach hier weiter. Mal schauen, ob wir hier einen See oder sowas einfach noch mit hinschmeißen. Wasser haben wir genug. Würde ja auch noch Sinn machen, hier ab und an mal einen See so. Komm, Huge Lake. Putz. Komm auch mal her. Hier ist zum Beispiel auch nicht so viel Vegetation, aber ich will nicht schon wieder einen Huge Lake machen. Also mache ich einfach mal hier einen Large Lake hin. Hier einen Large und dann mache ich hier noch einen. Und mal so drei größere Seen lieber. Ein bisschen aufgeteilter. Wir könnten auch Craftopia spielen, aber das wollte ich ja eigentlich mit Sven zusammenspielen. Aber da hat er sein Internetproblemchen gemacht. Deswegen haben wir es ja dann erstmal gelassen. Hab jetzt mit ihm auch noch nicht gequatscht. Mit dem Wissen von jetzt einfach mal was Neues anfangen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was? Was? Ihr seid schon fertig? Das gefällt mir ja gar nicht, dass ihr schon fertig seid. Also wenn ihr jetzt schon fertig seid, das kann doch nicht sein. Ich hab euch doch erst... Ich hab euch ganz zum Schluss aktiviert. Ja, was packe ich hin? Strom. Strom. Hier, pack mal Strom hin. Weil wir sind noch bei 2600. Pack mal hier halt einmal Strom hin. Hier arbeiten 24. Gut, wir durch das Upgrade-Automatisierung arbeiten dann nur noch 6 per Schicht. Also weniger.
sechs weniger. Jetzt sind wir bei 18. Nö, eigentlich sollte man hier gar keine Automatisierung machen, weil das haut ganz genau hin. Aber wir können hier auch noch die Schichten erhöhen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, dann keine Automatisierung rein. Wobei, Arbeitslosigkeit ist jetzt nicht so schlimm. Du bist noch nicht ganz leer. Du bist leer, dich schicke ich jetzt mal weg. Weil hier unten blinkt mir zu viel. Du bist leer, dich schicke ich weg. Du bist nicht ganz leer, du bist nicht ganz... Du gehst, sollst leer gemacht werden. Gut, dann haben wir das. Hier könnte man halt auch noch einen Dome reinbauen. Der würde 30%... Das mache ich auch. Der würde 30% Komfort nicht bekommen. Guck mal. Mache halt auch nochmal eine Martin-Universität rein. So. Natürlich die Upgrades trotzdem. Also, die Upgrades grade ich ab. Einfach nur, damit wir die Upgrades haben. Hier habe ich zum Beispiel vergessen. Upgrades sind wichtig. Macht mehr Komfort, macht... Durch den höheren Komfort werden die Menschen glücklicher. Habe ich euch auf volle Schicht gestellt? Schon? Nee, ihr habt nur eine Schicht zubekommen. Und dann brauchen wir hier rein theoretisch noch fünf. Ja, aber es ist noch nicht alles fertig gebaut. Kurz warten. Hier auch schon mal die ersten Upgrades rein. Damit das alles mal fertig wird. Ich erkenne ja meine Domes einfach, weil ich die hängenden Gärten zum Schluss reinbaue. Ob die fertig sind oder nicht. Daran erkenne ich es ja. So. Ein Dome without Life Support. Was? Sag mal, seit wann bauten ihr so schnell? Krass. Seit wann baut ihr so schnell auf einmal wieder? Gestern ist gefühlt nichts fertig geworden und hat alles gefühlt 5000 Jahre gebraucht. Ich mache gleich die Fahrzeugkamera wieder an. So. Alles gefühlt 5000 Jahre gedauert. Heute? Übrigens mal so am Rande. Ich habe mal alle, aber wirklich alle, die ich hatte, habe ich jetzt mal entbannt auf meiner Bannliste. Mal alle runtergeschmissen. Die meisten sind da schon ein bisschen länger drüber. Ich glaube, die werden es vielleicht auch viele davon gar nicht mitkriegen. Aber die habe ich jetzt mal alle runtergeworfen gestern. Also jeder könnte rein theoretisch wieder hier reinkommen. Von denen. Manche Namen waren bekannt, waren mir noch sehr bekannt im Kopf, andere nicht mehr so. So. Ich finde, wir bauen unseren Planeten ganz schön auf. Guck mal, hier nebendran ein See. Dann können die in ihrer Pause oder wenn sie Feierabend haben, auch einfach mal hier ein bisschen am See chillen. Hier ein ganzes Seegebiet gleich. Da kann man mal angeln. Okay, zu viel zu dem Thema schnell aufgebaut. Hier wird noch gar nichts schnell aufgebaut. Nur der Dome selber hier ist sehr schnell aufgebaut gewesen, aber der ist auch saugünstig jetzt. Ohne Kuppel sind die Dinger, kosten die fast nichts mehr. Muss man auch einfach mal dazu sagen. Ohne Kuppel kosten die einfach nichts. Keine Spacebar. Und aber das Krankenhaus immer gerne. So. Deswegen sind die, glaube ich, auch so scheiße schnell aufgebaut. So. Gut. Da ist noch einer frei. Und hier gucken wir jetzt auch nochmal rum, ob hier noch ein bisschen Waste rumliegt. Hier unten, glaube ich,
weiß ich nicht, ob es weniger wird. Fährt der? Wo fährt der hin? Der fährt hier rauf. Da muss doch irgendeiner mal hier hinfahren. Von den dreien. Da fährt keiner dahin. Doch, er. Sammelt er das dann hier jetzt ein? Aber irgendwie schaut das nicht so aus. Wir haben zwei, die fertig sind. Hier komme ich nicht ran. Weil es in der Beule liegt. Er sammelt es ein. Weil wenn wir den ganzen Waste hier mal einsammeln, der liegt zwar da unten dann rum, aber der liegt halt da unten rum. Okay, das heißt, du kannst rein theoretisch auch hier einfach Waste. Ich sollte ihn irgendwo da vorne machen, damit euer Weg nicht so lang ist. Und du... Hier liegt jetzt noch ein bisschen rum. Hier hinten liegt noch ein bisschen rum. Helf hier hinten mal ein bisschen, bitte. Obwohl hier auch schon wieder Waste rumliegt und ich verstehe es nicht. Hier liegt sehr viel rum mittlerweile. Es wird irgendwie nicht verarbeitet, ha? Können wir hier mal auch ein Desire Amount von Maximum geben, dass wir das mal von allen anderen so ein bisschen wegräumen? Warte mal, ich mach mal hier ein Desire Amount von 10 auf allen und hier mache ich auf den hier oben. Ne, wir machen ein Desire Amount von 0 überall. Weil wir brauchen ja eigentlich nie selten Waste. Wir holen den ja eher. Dass wir die hier oben voll machen. Nur die hier oben kommen, werden voll gemacht. Da wo es halt auch verarbeitet wird. Das Ding ist halt immer noch nicht weg. Obwohl es schon leer ist. Wie schauen die aus? Eigentlich alle gar nicht so leer. Ist so voll. So reicht es. Schon, was? Schon wieder? Das macht ja auch irgendwie schon Sinn. Ich würde gerne das Wasser hier so lassen. Was halt auch cool ist, dass er hier in die Tiefe gebuddelt hat. Weil da war es Meeresspiegel anscheinend, oder halt... Der Spiegel, der Wasserspiegel auf der Höhe ist, dass da halt einfach Wasser drin steht. Ist halt schon cool. So, dann machen wir hier unsere Überbleibsel weg. Zack, Split Power Grid haben wir nicht mehr, weil wir es ja gerade abgerissen haben. Was? Ey, Jungs, Ezra ist fei. Langsam im Tempo reicht, hey. Hier haben wir zum Beispiel nicht das mit dem Wasserspiegel. Müssen wir mal kurz warten, auch bis es weg ist. Ich glaube nicht mehr, dass wir noch eine Anomalie bekommen. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Anomalie bekommen, aber ich... Wer weiß, was irgendwann mal auf dem Planeten ist. So, weg. 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 Eine Drohne ohne Controller. Geht dahin. Nee. Will er nicht. Dann geht... Hallo? Willst du mich verarschen? Will er nicht. Warum will's er nicht? Aber weil er vielleicht jetzt hat einen Controller hat. Okay, gut. Unser Zement wird irgendwie auch immer mehr. Gut. Transportation Heavy Load, wo? Low. Die musst du auch selten upgraden, die Dinger. Achso, die Solarzellen bringen übrigens weniger Leistung jetzt, gell? Nur noch 4,2. Und hier ein 8. Hier durch die... Warte mal, Space Mirror? Ach, durch den Space Mirror bringst du mehr wieder. 10% mehr.
Nur noch die Atmosphäre minus 50. Hier hast du keinen Atmosphäreneffekt, weil die Sonne direkt vor dir ist. Aber wirst noch mal krasser durch den Space Mirror. Geil. Und hier durch die Atmosphäre. Evaluation. Evaluation Boost. 18%, weil hier mehrere stehen oder was? Terraforming. 100% Boost. Alter, ihr bringt dadurch aber auch schon ordentlich Bums. 100%, das heißt, durch die volle Atmosphäre bringt ihr doppelte Leistung. Geil. Ja, plus 100% ist ja doppelte Leistung. In meinen Augen. Ja, cool. Wir gucken mal hierauf weiter. Hier müssten wir jetzt alles geupgradet haben. Ja, den nicht. So, jetzt haben wir hier ein einziger Job fehlt noch. Das heißt, der Grocer geht in die Nachtschicht. Und dann haben wir das hier auch. Age Group, keine Kinder, alles andere ja. Keine Senioren. Putz. Und schon müssten wir hier auch Menschen reinbekommen. Hier ist schon voll, 36 von 36. So, hier gehen wir in die zweite Schicht, das weiß ich. Die Häuser sind auch alle geupgradet. Ein Job haben wir noch frei. Das heißt einfach, der Grocer geht auch in die Nachtschicht. Zack. Age Group. Keine Kinder. Alles andere ja. Zack. Und schon haben wir hier auch wieder freie Wohnfläche. Jetzt mache ich hier mal schnell die hängenden Gärten rein. Noch. Halt als Abschluss. Dass wir hier fertig sind. Und schon haben wir hier nochmal ein schönes Städtchen gebaut. Hier, der ist jetzt auch nämlich schon soweit. Bei 30% Komfortboost, das ist halt schon viel dann. So, der geht in die zweite Schicht mit rein und dann haben wir wieder einen übrig. Dann macht einfach der Grocer in die Nachtschicht. Und schon können wir hier eigentlich auch das genauso einstellen. Apply Boots. So, dann kriegen wir hier auch noch die hängenden Gärten mit Nei. Schaut doch gut aus, hä? Danke für den Follow. Schon haben wir hier auch die 36 von 36. Wir kriegen mehr Forschung leider drauf. Aber naja. Immer 4 Disabled Work Dinger. Wenn ich hier das Automatic Upgrade reinschmeiß, kriege ich die aber trotzdem nicht alle so weit weg, oder? 2... 3, 4. 4 kriege ich weg. Das heißt, wir hätten trotzdem wieder 2 Obdachlose. Also lassen wir das. Das ist mir lieber der perfekte Ausgleich wichtiger. Hier grünt irgendwie immer noch nicht an irgendwas. Aber ich. Es dauert halt lang. Dauert halt sehr lang. So. Ich gucke jetzt mit denen hier nochmal so ein bisschen rum. Schau mal. Das ist eine Rakete. Der hier. Nö, war keine Rakete. Der hier. Wenn der mir hier... Ich glaube, unten sollte nichts mehr rumliegen. Das auch mal hierher sammelt. So. Hier ist eine Beule. Wir haben keinen weiteren. Der sammelt hier ein. Hier oben liegt immer noch ein bisschen was. Also hier ist halt weiter Weg zum Fahren. Deswegen brauchen die so lang. Ich würde das erstmal wegmachen, bevor ich das mit dem Dozer hier runterziehe die ganze Zeit. Weil das macht dann auch keinen Sinn. Wenn ich das so rumschiebe. Oh, das wird so schön. Es wird schön hier, denke ich. Noch, wenn wir noch ein bisschen weiter. Die Rakete, die braucht halt lange. Die braucht massiv lange. Bis da überhaupt was wirklich passiert. Ich hätte gerne mal Capital City fertig. Warte mal, kann ich den wohl nochmal bauen? Nee, einmalig. Only once. Hätte mich auch gerade gewundert. Wenn ich den nochmal hätte bauen können. Okay. Weil das für mich als Wunder zählt.
Sonst haben wir hier. Was haben wir hier? Oh ja, guck mal. Da können wir auch Liberty tun. Können wir hier den mal wieder regnen lassen? Was ja auch wieder grundsätzlich die Feuchte und alles hier anhebt und noch grüne Stellen schafft und das, was noch nicht so toll grün ist, grüner macht. Also lassen wir es mal regnen. Wir haben gerade keine Domes mehr, gell? Wie schaut es denn hier aus? Okay. Die sind fast voll. Die sind voll. Jetzt gucke ich mir mal das so ein bisschen an. Die sind voll. Die sind voll und die sind sogar auch überbevölkert. Das heißt, es fehlt ja eigentlich nicht mehr viel, um das alles hinzubekommen. Die zählen nämlich hier schon dazu. Zu denen hier oben. Aber das müssen wir noch dezent ignorieren. Quatsch. So darf ich das auf keinen Fall bauen. Jetzt bauen wir hier noch einen hin. Also ich gehe jetzt mal überall an die Rohstoffe ran, auf der Seite hier. Also hier auch definitiv einen. Und hier einen. So. Hier ist Beton. Und halt Zement. Heißt, er hier wird auch jetzt mal gebaut. Dann gehen wir nämlich die Kante jetzt mal durch. Das heißt, ich brauche hier aber schon die Lager. Wir bauen natürlich die falschen Lager hin, weil das, wenn wir voll intelligente Menschen sind. Oder ich. Ich bin voll schlau und so. Deswegen baue ich hier das falsche Lager hin. Dann baue ich aber auch gleich mal Metal Extractor. Einen, zwei. Rare Metal Extractor. Einen, zwei. Einen, zwei. Metal Extractor. Zwei. Und hier nochmal Metal Extractor. Also hier nochmal mal zwei Metal Extractor. Und hier dann Wasserpumpen. Wasserpumpen. Das restliche drumherum bauen wir dann. Das heißt aber auch. Warum habe ich hier eine kleine Beule drin? Die macht überhaupt keinen Sinn. Da hatte ich eine kleine Beule drin. Da ist der erste Dom schon fertig. Bevor ich hier weiter durchziehe, ich will erstmal die Landschaft hier noch runter, schrubben. Es macht halt auch keinen Sinn, wenn ich hier jetzt halt anfange, hier her zu basteln und zu bauen. Wenn die Landschaft hier noch irgendwo oben in der Weltgeschichte rumhängt. Also, du bist ein Dozer. Du könntest Scrap zusammenfinden. Oh, das war aber nicht viel Scrap, was du zusammen bekommst. Und du gehst auch ein bisschen rein, weil wir haben hier noch einen Dozer. Dann arbeiten wir hier mal drei Dozer ein bisschen rum. Aber hier liegt auch kein Scrap mehr. Das machen die schon ganz ordentlich weg. Vor allem die Beule hier hinten muss halt erstmal so ein bisschen weggehen. Dann können wir hier die nächste Linie so durchziehen. Wo wir alles mit grün kriegen und ach du heilige Scheiße. Zack, zack. Ist das schnell fertig gewesen.
Ja, natürlich ist es schnell fertig. Hier lagen die Ressourcen rum. Hier hinten wird ja gerade nichts gebaut. Jo. Smart Complex. Smart Complex. Smart Complex. Du bist eh unter Quarantäne. Spacebar. Diner. Security Station. Grocer. Krankenhaus. Smart Home? Ich glaube Smart Home. Smart Home. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ansonsten ist es nicht so schlimm, wenn die da draußen nicht voll arbeiten. Wasserleitung. Haben wir auch noch. So, dann ist der hier soweit fertig. Hier sind genug Scrap-Lagerchen. Deswegen würde ich einfach ein Metalllager bauen nur. Das reicht. Das ist er hier. Dann gehe ich mal zu ihm hier. Das Coole ist halt, dass wir mittlerweile unsere Stromkabel instant bauen. Das ist halt echt das Coole, so ein bisschen dran. Jetzt packen wir das so dazwischen. Dann mache ich hier mal auch zwei Metalllager. Halt immer pro Ding eins. Hier brauche ich aber auch noch Wasser. Die Wasserleitung. Ich muss einfach nur hierher gezogen werden. Nee, muss hier noch rübergezogen werden. Dann fließt es halt durch den Dome durch. Zack. Dadurch sehe ich halt ruckzuck. Welchen habe ich jetzt? Der sagt jetzt, ihm fehlt noch Wasser. Dann bauen wir innen schnell auf. Smart Home, Smart Home, Smart Home. Ja. Diner. Rosa. Security Tower. Krankenhaus. Und nochmal zwei Smart Homes. Diesmal mache ich dann hier mal ein paar Brunnen links und rechts. Ich habe meine Spacebar vergessen. So. Gut. Jetzt haben wir den hier noch. Stopp mal. Dich. Ich muss dir stopp, bevor hier irgendwelche einziehen. Das habe ich ganz vergessen. Das hatte ich ganz vergessen. So auch immer arbeiten. Chup, chup, chup. Habe ich euch hier außen? Ja, euch habe ich als erstes. Dann das Lager. Lager, Lager, Lager. Metalllager. Dann kriegen wir eigentlich noch gut ein paar Menschen unter, so. Nach und nach. Oh ja, sofort nächste Rakete. Wenn ich jetzt schon zweimal das habe, dann kriege ich die 10% bald voll. Also bald. Die eine ist erst bei 37% die Rakete. Also bei nichts. Nennen wir es einfach auf nichts. Es dauert ewig. Die fliegen da ziemlich lang, aber hey, haben wir es doch noch in den heutigen 2 Stunden geschafft. Wo ich nicht, also in den ersten 2 Stunden geschafft, wo ich nicht mehr dran gedacht habe tatsächlich. Oder dran geglaubt habe.
Ich habe echt gedacht, da werden wir noch ein bisschen länger brauchen, aber jetzt hatten wir Glück, dass wir das schnell bekommen haben. Und es läuft übrigens auch alles so deutlich schöner und besser. Flüssiger. Woran das liegt, kann ich euch aber nicht sagen. Woran das liegt, kann ich euch nicht sagen. So, jetzt hat noch dich. 2800 Menschen übrigens jetzt. Immer noch 39 Obdachlose. Verstehe ich nicht. So, hier brauchen wir größere Wohnungen. Das ist überhaupt noch passiert. Ich mache hier mal an sich mal ein paar mehr Wohnungen. Dafür keine Spacebar. Na doch, komm, Spacebar ist doch egal. Und dann schauen wir, dass wir hier an sich überall ein bisschen in die Dreischicht so reingehen. Ha? So. Gut, der Security Tower hat sowieso immer Dreischicht. Aber dann mache ich hier keine Dinger mehr, sondern mal wieder einen Art Workshop. Und einen Electronics Store. Müssen wir übrigens auch mal so ab und an mal wieder drauf schauen, ob wir da überhaupt noch Plus oder Minus machen. Ansonsten müssen wir mal wieder einen bauen, der Zeug fertigt. Hier, Maschinenteile, safe. Elektronik, safe. Polymer, auch noch safe. Noch safe. Hier mache ich mal Statuen hin. So. Vom großen Crocs, die Statue. Der Retter der Menschheit, der den Mars zum Leben erweckt hat. Ist ja wirklich, wir haben ja wirklich den Mars zum Leben erweckt. Unter meiner Führung ist der Mars zur Erde geworden. Sogar ziemlich. Also noch nicht perfekt, die letzten 100% haben wir noch, aber die können atmen. Also, unterm Himmel können sie atmen. Es ist dann auch Himmel schon, oder? Ohne, nee, kein Beton. Was sind wir hier bitte überall voll machen? Ernsthaft? Da ist schon wieder irgendwas leer? So, 4 Stück. Ich mache immer ein Boot. Wer? Ihr? Habe ich euch nicht vorhin erst gebaut? Ah ne, okay. Ihr steht sogar schon länger. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Okay? Nix. So, ich mache mal kurz die Fratzenkamera wieder aus. Der böse Rocher will nämlich ein Kippchen. So, wir hätten 13 Arbeitslose. Zwei, vier, fünf. Das kriege ich nicht unter. Schade. Er hat tatsächlich gedacht, dass ich die vielleicht unterbekomme. Hier ist Fusionspanel. Komm, hier ein Fusions-Typi. Gehe ich nochmal kurz zu dem, weil hier habe ich so ein bisschen was vergessen, ha? Was könnte ich nur vergessen haben? Die hätten vielleicht auch gerne ein bisschen Wasser, ha? Müssen wir mal kurz hier wieder zu dem rauf. Okay, der hat tatsächlich doch länger ausgehalten, als ich gedacht hatte. Ich hätte gedacht, der braucht noch ein bisschen länger. Wir warten mal kurz drauf, dass das hier vielleicht fertig wird.
sollte relativ schnell fertig werden, weil ja alles da ist. Eigentlich zum Bauen. Weil im Universallager werden 15 gelagert. Das heißt, Polymer und Elektronik ist da, genauso wie Zement, weil links und rechts davon ja ein Drone-Hub ist. Genau. Ich glaube, wir können uns... Ah, guck da. Nee. Okay, ich sag nichts. Ich sag einfach nichts. Wir haben immer noch Obdachlose. Ich glaube, das liegt daran, weil wir immer noch ein paar Kinder machen. Also Kinder kommen die ganze Zeit nach. Wir haben 121 Kinder, 150 junge Menschen, 800 Erwachsene. Mittleres Alter haben die 1500 und 260 Senioren. Und drei sind immer noch auf der Erde geboren. Muss man auch sagen, gell? Sind immer noch drei von der Erde. Schon krass. Sind immer noch drei Menschen von der Erde. Gefühlt ist es ewig her, wo wir das mit der Erde hatten. Ist es auch. Ja gut. Die werden älter. Ich sag mal, wenn die 80 werden, sagen wir mal wirklich 80. Könnte schon sein. Da ist wieder irgendeine Stelle schöner geworden oder forschungstechnischer geworden. Das hört man auch immer. Der Sound klingt aber irgendwie verpackt. Das wird irgendwie nicht fertig, ja? Wie viele arbeiten hier? 24, gell? Wir haben 19. Also sollten wir hier das Upgrade reinpacken, wenn es mal fertig wird. Jetzt wird es wieder ruckelig. Bisschen. Das hier ist auch noch nicht fertig. Der hier hinten ist fertig. Also können wir den hier schon die Upgrades reinpacken. Hier überall. Und die Smart Homes auch natürlich auch. Dann gucken wir mal kurz auf den Dome selber. 47 zu 44. Wir haben drei Jobs zu viel. Was jetzt nicht schlimm ist. Okay. Apply. So, und damit kann der weg. Der ist fertig. Die hier brauchen noch ein bisschen. Schon wieder? Ah, gut, Beton. Beton ist jetzt nicht dramatisch. Beton ist jetzt echt nicht dramatisch. Und durch unser Upgrade übrigens, was wir vorhin in Sachen Nahrung hatten. Hey Dyke, ja, wir sind schon verdammt weit. Wir kämpfen mit den letzten 10%, da sind die letzten Raketen unterwegs. Mit den letzten 10%, vielleicht darfst du auch meine Fratze wiedersehen. So habe ich gerade ausgemacht. Mit den letzten 10% kämpfen wir, mit den letzten 5%, jetzt hat die Rakete ist auch schon unterwegs. Ich glaube aber, das ist die hier. Ja. Dann haben wir die 100% hier fertig. Aber es wird, Mars-Profi? Ja, nicht wirklich Profi. Profi würde ich mich jetzt nicht nennen. Dann haben wir die Erde komplett, den Mars komplett terraformt. Also ich kann dir mal einen kurzen Überblick geben, wie unsere wie unser Planet bis jetzt ausschaut, unsere Siedlung. Wir haben ein paar Menschen. Wir haben ein paar, Dinge. Halt überall ein paar vereinzelte Domes zum für die Ressourcen noch. Auch ich habe hier oben hier zum Beispiel, wo viel Komfort ist und Forschung, habe ich halt einfach Forschungsdomes reingepackt. Hier könnte man auch sehr viel noch reinpacken. Ich bin jetzt gerade an hier unten noch kämpfen. Da haben wir ja angefangen. Das war unsere Hauptstadt, wo Elektronik, Maschinenteile, die Senioren- und Kinderdomes mit sind. Ja, aber es wird halt massiv ruckelig zum Schluss. Man sieht es halt einfach. Schau dir die Chats an. Aber ich will die 100% noch haben.
Und der ist bei 99%. Ich will wissen, wie es dann ausschaut. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Und das ist gerade wichtig für mich. 100%. Ach nee, Cloud Seeding. Ah nein, das ist der, was Regen macht. Das ist die Rakete, was Regen macht. Das heißt, der mit 4% ist der, was noch fliegt, oder? Der hier. Genau. Jetzt haben wir Regen gemacht. Scheiße. Ich habe mich schon gefreut. Weil hier kriegen wir nur noch über planetare Missionen das dazu. Es geht nur bis zu einem gewissen Prozentsatz über die Siedlung selbst hier. Schade. Hier wird gerade auch weitergebaut. Die können wir dann auch noch ranhängen. Wir haben halt auch komplett keine Problematik mehr mit irgendwas. Unsere Atmosphäre verlieren wir nicht. Die wird dran gehalten durchs Magnetfeld. Läuft eigentlich alles sehr gut. Es wird schön grün hier oben. Es sind noch ganz vereinzelte Fleckchen nicht grün. Wir haben auch ein relativ gutes Gleichgewicht in Sachen Menschen. Ich würde gern bald Capital City, wenn das mal soweit fertig gebaut ist, mal durch upgraden und dann freigeben und halt schauen, dass wir die Menschen soweit hinbekommen. Unsere Raketen brauchen wir halt auch kaum noch. Ich habe echt gedacht, sowas wie das Magnetschild oder sowas können wir öfter triggern. Ich meine, da verlieren wir die Rakete dann bei. Schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall noch die 100% haben und was eher passiert. So, hier kann ich übrigens die hängenden Gärten machen, damit noch ein bisschen schöner wird hier. Wobei es ja schon unglaublich viel Komfort bringt, der Dome jetzt selbst. Ohne Kuppel, die Bäume außenrum, dann die Upgrades hier drin. Bringt schon fast massiv viel Komfort. Aber man kann es immer ein bisschen schöner noch machen. Ihr lauft ja sowieso nicht. Ihr seid fertig. Du kriegst Drohnen, weil Drohnen-Prefabs haben wir auch mehr als genug noch. Jetzt warten wir auf die drei Domes hier, dass die fertig gebaut werden. Da ist die nächste Rakete. Wir haben halt auch schon 10 Raketen. Ah, guck mal. Das ist fast fertig. Dann machen wir noch das Upgrade hier rein. Dann sollte es so halb hinhauen, oder? Dann haben wir hier 6 Menschen weniger. Dann sind wir statt bei 24 sind wir bei 18 und 19 Arbeitslose hatten wir hier, gell? Senioren kriegen wir 500 unter, wir haben 255. Kinder kriegen wir, was weiß ich, wie viel unter. Das ist auch noch alles im grünen Bereich. So. Hier schaut's ziemlich gut aus eigentlich. Was machst du? Du bist hier noch am Arbeiten. Okay, was machst du? Dich will ich. Du bist hier auch noch am Arbeiten. Scrap ist halt wichtig gewesen für uns. Für... Ja. Für eigentlich alles so ein bisschen. Deswegen haben wir hier, oder deswegen habe ich hier massiv viel angefangen abzubauen. Nochmal zusätzlich zu dem normalen Terraforming, was ich eh schon immer so ein bisschen betrieben habe. Ist es ja wichtig gewesen, um die Atmosphäre und alles hochzukriegen. Jetzt ist die Atmosphäre oben. Jetzt habe ich kaum Verbrauch und kriege mega viel raus. Gucken wir mal kurz, ist der Dome? Der Dome ist eigentlich so weit, dass wir mit den Upgrades durchgehen können und dann auch gleich eigentlich einschalten können. Zack. Ja, da ist nicht gerade das Krankenhaus fertig geworden.
Der ist ganz fertig. Da können wir jetzt durchschauen. Wie es hier ausschaut, auch arbeitsplatztechnisch und so. Dass wir das Gleichgewicht ganz gut hinbekommen. Ihr habt alle Schichten, gut. Da sind wir bei... Ich will den Dome haben. 38 zu 44, das heißt... 38 zu 47. Wir hätten mehr Arbeitsplätze für den... Das passt eigentlich, weil die fallen relativ schnell weg. Das heißt, wir können dich auch freigeben. Für die normalen Menschen. Oder halt für die Menschen. Du kannst weg. Und hier baue ich die hängenden Gärten hin. Du? Noch nicht ganz. Du auch. Nur noch weniger. Hier habe ich alles soweit drin. Gut. Dann bin ich zu dir. Eigentlich kann ich dich auch freigeben, weil hier kommen nur noch drei Jobs dazu. Das sind mal 36 zu 40. Ah, nee, das muss noch hochgezogen werden. Dann haben wir das auch. Dann haben wir auch gleich die zwei Stündchen. Heute kann ich übrigens ohne Pause machen, denn wir kriegen, ich kriege heute Essen geliefert. Also meine Mutter fährt zu einer Dönerbude bei uns. Und hat mich gefragt, ob sie mir was mit vorbeibringen will oder ob ich auch was will. Habe ich gesagt, ja. Da die Dönerbude eh 10 Straßen weiter ist, bringt sie halt mal was mit vorbei. Voll cooler Lieferdienst. So. Jetzt haben wir hier mehr Arbeits. Genau. Und hier kommen ein paar Jobs dazu, also passt das auch. Können wir den auch freigeben? Chup, chup, chup. So. Kann hier dann auch gearbeitet werden. Jetzt hat... Haben wir immer noch 27 Arbeitslosigkeit. Ich weiß nicht warum. Aber die haben wir noch. Also. Du kannst weg. So, jetzt warten wir nur noch auf den Dom hier. Und hier würde ich gern mal schauen, ob wir noch so ein bisschen ausflatten können. Können wir. So. Da werden ein paar Waste Rocks zusammenkommen, leider, denke ich. Deswegen lassen wir den einfach hier mal mit fahren. Den hier. Das heißt, das wird noch ein bisschen zusammen gesammelt werden. Oder müssen wir dann an sich noch ein bisschen zusammensammeln? Der arbeitet ja hier noch. Ich sag's gerade, der arbeitet hier noch. Putz fertig. Müssen wir aber auch erstmal wieder einsammeln, bevor wir hier irgendwas rumbauen. Beziehungsweise wir können unser Stromkabel eigentlich relativ weit hier rüberlegen schon mal. Nicht ganz. Nicht ganz, aber schon weit. Und denen vielleicht ein bisschen mit Drones helfen. Okay. Habe ich hier echt weit und breit keinen Drone Commander? Okay. Dann packe ich hier nochmal einen hin. Dass ich hier keinen Drone Commander habe. Würde ich trotzdem hier nochmal einen ins Eck packen. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, da haben wir definitiv welche. Weil wir jetzt sehr nah an der Stadt dran sind. Also an unserer Stadt. Gut, hier bauen wir jetzt aber dann aktuell auch nur von einer Kante aus. Was jetzt aber gar nicht so dramatisch ist. Universaldepot. Zack. Lasernetz immer noch. Den Laserschutz immer noch weiter ausbauen.
Den packe ich dann mal hier hin. Dann mal hier ein. Chop. 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 Und natürlich die Forest. Spiel, jetzt wird's unlustig. Rein theoretisch reicht's ja hier. Immer so ein nebenan Universallagerchen. Guck mal, hier ist es nur durch den Regen halt automatisch grün geworden. Das war halt einmal eine Regenpfütze. Es war halt einfach mal eine Regenpfütze. So, hier wird aufgebaut. Hoffe ich, bald, schnell. So ein bisschen. Chup. Komm schon, die 100% werden wir doch jetzt zusammenkriegen, endlich. 48 zu 48? Ah. Immer noch nicht fertig. Komm schon. So langsam muss doch mal hier. Heavy Load? Gar nicht wahr. Voll gelogen und so. Aber ich glaube, wir brauchen mal wieder ein paar Drone Prefabs. Dann bauen wir auch schon länger keine mehr. Zack, 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 zack. So. Sehe ich ja, dass wir schon länger keine mehr bauen. Ah, guck mal, hier wird trotzdem das Scrap so nach und nach weggeliefert. So nach und nach und nach und nach geht er weg. Auch wenn es schon echt viel ist, was hier rumliegt. Ah, guck mal, du siehst genau den Radius vom See, wo er grün gemacht hat. Siehst du ganz genau. Gut, wieder so, immer so ein kleines Dumpsite mit dran. Stopp. Damit da auch überhaupt geholfen werden kann. Die überlappen sich auch ganz gut, das heißt, es funktioniert hier. So, was ist denn jetzt schon wieder fertig? Oh! Das Metall hier. Okay, das finde ich gerade eigentlich gar nicht cool. Was ist das? Da ist noch 2000 da. Ja, die überall jetzt Eisen liegt, weil ich es einmal eingestellt habe. Dann machen wir hier 21 Jobs. 24 arbeiten da drin. Dann machen wir hier trotzdem Strom nochmal hin. Weil unser Strom zwar nach oben geht, so ein bisschen wieder, aber halt auch nicht so massiv. Also Strom hin. Können wir dann definitiv nochmal einen hinschmeißen. Und schau mal, wie viele Bäume jetzt hier schon überall so ein bisschen gewachsen sind und alles. Wie tiefgrün das ist. Hier oben braucht es noch ein bisschen. Hier hinten ist auch schon sehr tiefgrün. Also so ein dunkelgrün. Hier ist es immer noch ein bisschen fleckiger. Aber alles noch im echt grün. Hier hinten schon nicht mehr so. Echt guten Bereich. Auch hier ist besser. Es wird immer mehr. Da haben wir ja einen großen hingebaut. Das ist auch schon dunkelgrün. Also halt positiv. Hier könnten wir auch einen kleinen See. Das können wir jetzt mal wieder ein bisschen bauen. So ein paar Seen rein. So, hier nochmal einen ran. Hier zwischendrin
Schau mal, hier mache ich definitiv, oder ich packe erstmal große Seen so ein bisschen rein hier. Hier packe ich mal einen großen hin. Chop. Oh, okay, dann haben wir schon nicht mehr den Platz. Für. Dann mache ich hier. Zwei so. Guck mal. Und hier mache ich hier einen hin. Hier. Und einen kleineren vielleicht mal. Ein Lake. Einen kleinen. Chop. Und hier mache ich jetzt einfach mal just for fun. Einen Small. Chop. So mit hin. Damit der Boden noch ein bisschen feuchter wird und hier noch ein bisschen mehr Natur reinkommen kann oder rankommen kann. Ein bisschen mehr Grünfläche rankommen kann. Der hier ist ja verbunden, ja. So. Ich finde, es ist schön trotzdem. Trotzdem ziemlich schön. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch so ein bisschen großartig machen können, außer halt immer Wälder ausbauen. Hier müssen wir definitiv auch wieder Waste Rock Wang wegfahren. Das wird halt auch wieder ein bisschen dauern, bis das alles ein bisschen weggefahren ist. Du kannst hier gleich weitermachen eigentlich dran. Bis das Häufchen hier hinten wieder voll ist, weil der kommt eh nochmal angefahren. Oh, das Häufchen ist voll. Aber du kannst arbeiten. Wunderbar. Dann ziehen wir hier auch immer mehr Grün durch. Wie schaut's denn da aus? Ist es jetzt hier endlich mal fertig? Noch nicht. Noch nicht. Gibt's doch gar nicht. Aber alles Upgradebare ist fertig. Also hauen wir da schon mal die Upgrades rein. Drone Heavy Load. Hier auch bitte wieder automatisch mal alles auf 15 hochziehen, was noch nicht auf 15 ist. Gut. Genauso wie die Shuttles. Die bauen wir jetzt auch hier gleich mal wieder mit durch. Haben wir auch schon wieder länger nicht mehr durchgebaut. Wir hier gleich nochmal ein paar Shuttles hinpacken. Komm schon, 5%. Die Rakete ist bei 60%. Das ziehen wir jetzt noch durch. Dann überziehe ich einfach meine 2 Stündchen. Ist mir wurscht. Das ist mein Ziel. Und das erreiche ich jetzt auch. Während hier oben immer noch rumgefahren wird. Ja, dann müssen wir da oben auch wieder lang erstmal einsammeln. Bevor wir überhaupt mal eine Beute wegmachen können oder sowas. Weil sonst passierte hier halt einfach nichts. Sonst passiert hier einfach nichts. Wobei ich eine Idee habe. Dafür muss ich aber hier auch trotzdem ein bisschen, wegernten. Ja, egal. Ich hätte eine Idee, dass wir hier oben mal eine flache Stelle reinmachen und da Schrottlager, aber es wird ja nicht, wird ja nicht mehr genug verblasen. Unser Schrott wird immer mehr statt weniger. Wir sammeln ja immer mehr Ressourcen und immer mehr und immer mehr.
Starts weniger. Ich hätte übrigens einen Ring. Ich habe übrigens ein Ringlight, um die ganze Zeit hier rumliegen. Damit ich besser ausbeleuchtet bin. Das wollte ich eigentlich hier oben hin machen mal. Schon ewig und 3 Tage. Aber irgendwie habe ich auch keine Lust zu. Weil seitdem ich die LED-Dinger hier habe, ist es sowieso ein bisschen nicht mehr so gleichmäßig, das Licht hier. Also müsste ich eher hier mal noch so eine Lampe hinstellen oder sowas. Ein kleines Lämpchen. Und das mit auf meinen Schalter legen. So, ich wusste, dass das ein Weg ist. Aber der muss jetzt eh erstmal hier viel machen. In der Zeit kann das hier einfach mal aufbauen. Ich glaube, hier sind wir auch noch nicht ganz rübergegangen. Jo, wo? Das Problem ist meistens immer ganz schnell erledigt, mit ein paar Dröhnchen schon. Brauchst du gar nicht viele. Weil die immer nur mit 6, die Hubs immer nur mit 6 starten. Das ist fertig. Nee, noch nicht. Ich muss immer noch warten, bis hier irgendwas fertig wird. Das gibt's auch nicht. Die sehen. Guck mal, der füllt sich schnell. Der braucht aber nur ein Wasser. Der ist auch. Wir haben noch nie so einen kleinen See gebaut. Wir haben immer die größeren gleich gebaut. Habe ich auch mal so einen kleinen. Haben wir auch mal. Hier ist ja das Wasser. Hier ist ja der Boden ziemlich feucht, so wie es ausschaut. Kann doch nicht sein, dass nur noch der eine Dome hier ist, an dem es scheitert. Was sind die Vorteile eines Sees? Die Vorteile des Sees sind, der See selbst generiert Feuchtigkeit. Also wenn du einen See hast, macht er in einem gewissen Radio den Boden Radius den Boden feucht. Also einmal halt normal das Wasser für die Atmosphäre oder alles, was so ein bisschen braucht. Die machen den Boden in dem Radius nasser, dass das Zeug besser wachsen kann dort. Du machst halt grundsätzlich, bringst grundsätzlich ein bisschen Grünzeug in die Umgebung rein, machst den Boden feucht damit. Also man sieht zum Beispiel hier, da wo der See ist, hier ist es grüner als jetzt zum Beispiel hier. Oder hier siehst du es ganz gut. Guck dir den Radius hier an. Von dem See, oder halt hier ist der See und hier ist so außenrum nass der Boden. Hier nicht. Und dadurch kannst du das ein bisschen ankurbeln, ein bisschen beschleunigen. Du brauchst einmal echt relativ viel Wasser, um den Eimer zu füllen. Aber wenn der voll ist, dann brauchst du wenig Wasser nur noch, um den zu halten. Und da reicht dann zum Beispiel hier so, der macht 3 und der ist noch nicht mal geupgradet und hier, der braucht 2, also dann kannst du schon die 2 im Grunde mit einem so befüllen. Dann klappt das alles ein bisschen schneller, die Oberfläche grün zu kriegen. Das ist immer noch nicht fertig, das Ding hier. Ah, jetzt hat, hier sind wir jetzt endlich fertig, da kann ich jetzt dann auch mal die Jobs durchgucken. Wie so ein bisschen ist. Und ich glaube, die Upgrades haben wir alle. So, lass uns mal kurz auf die Jobs gucken. 72 zu 75. Wir haben sogar zu viel. Immer noch nicht genug Jobs hier. Interessant. Aber gut. Lieber habe ich ein paar mehr Jobs hier. Nein, keine Kinder. Ein paar mehr Jobs hier als zu wenige. Weil die fallen sehr schnell weg. So, der ist jetzt auch offen endlich mal. Packe ich den weg und packe ich meine hängenden Gärten rein, um noch ein bisschen Komfort reinzubekommen. Also hier haben wir ja zum Beispiel die ganzen Seen hingeklatscht. Da ist dann alles erstmal ein bisschen grün geworden. Und du hast bei denen hier zum Beispiel gesehen, wenn ich den dann hingebaut habe, nee, das See ist automatisch
Die Qualität des Bodens war bei 100%, weil die Feuchtigkeit da war. Gut, aber was haben wir noch? Hier ist noch Metall, das ist gut. Die Rakete ist bald oben. Übrigens, die Frage, das ist ja mein Ziel, was ich heute erreichen wollte, wo wir die letzten Tage für kämpfen. Was wollen wir denn danach machen? Ich hätte Sheltred mal eingerechnet, das ist ein Pixelspiel, wo man auch überleben muss. Was wollen wir denn danach noch machen? Ich hätte mal Bock auf eine Runde Civilization wieder auch. Craftopia würde ich gern neu anfangen. Für mich was. Ansonsten hätte ich noch hier unten, okay, Hammer Time habe ich immer noch Bock wie Sau, aber es funktioniert einfach nicht. Was hätten wir denn noch ein bisschen eingerichtet schon vor? Ich habe nicht ein Spiel gekauft, das habe ich noch nicht eingerichtet. Das müsste ich dann mal schnell im Stream einrichten, wenn es euch nicht stören würde. Das wäre, da können wir mal kurz auf Steam schauen. Wie heißt das? Ich habe es nicht vergessen. Das ist auch so ähnlich wie das. Das ist von Surviving on Mars. Wenn du startest, wird es dir vorgeschlagen im Ding. Und dann habe ich es mir mal kurz angeschaut. Das ist Surviving the Aftermath. Schaut auch cool aus. Also was ich jetzt da gerade installiert habe, können wir ja mal durchquatschen. Für euch, wenn ihr Lust hättet. Ich hätte Craftopia da. Ich hätte Dawn of Man, da gab es ein Update. Endzone gab es auch ein sehr großes Update, gab es auch ein Update. Aber Dawn of Man und Endzone sind ja noch im Early, genauso wie Craftopia. Force of Nature hätte ich auch da. Foundation habe ich aber gerade nicht so Lust zu. Hydroneer habe ich auch schon ewig installiert. The Inner World wollte ich machen. Journey of Life habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu. Das hat mir alles zu lang gedauert. Weißt du was, das hau ich mir auch runter. Das war alles zu lang. Hat auch, wenn es gerade einige Updates gekriegt hat. Life is Feudal, das ist mir zu buggy. Hat aber Spaß gemacht, lasse ich auch mal da. Medieval Dynasty, zockt ja irgendwie jeder. Habe ich gefühlt schon ewig bei mir in Steam. Den Rock Simulator. Sheltred, das wäre halt das Pixelspiel, wo ich auch mal Lust zu habe, durch ein Handyspiel. Das ist von dem Prinzip auf dem Handy das. Valhalla Hills wollte ich auch mal machen mit euch im Stream. Auch schon seit Jahren habe ich das. Also wirklich, das habe ich schon lang. Wollen wir mal. Ich habe gar kein Ding mehr für. Warte mal. Wo ist denn das? Ich hatte doch mal hier Abstimmung, genau. Abstimmung verwalten. Ich gebe euch mal City Skylines. City Skylines mit Mods. Hier gibt es auch viele Mods. Ja, ich will mir das Aftermath mal anschauen, weil das ist ja von auch Paradox. Das wird ja in City Skylines wird dir das ja angezeigt und hier wird dir das angezeigt. Also glaube ich, ist es auch sehr ähnlich wie die Spiele. Weil die Paradox-Spiele sind ja, sind wir mal, sehr artverwandt. Deswegen habe ich da Bock drauf. Weil das, glaube ich, könnte auch geil sein. In dem Stil wie City Skylines oder hier Surviving on Mars. Nur in der Apokalypse. Weißt du? Deswegen denke ich, könnte das geil werden. Andere Herausforderungen, so ein bisschen anderes Zeug. Jetzt würde ich mir gerne mal anschauen. Ich gehe ja immer blind dran an das ganze Zeug. Und ich mir mache erst die Pause, wenn ich hier die 100 habe. Wobei ich aber diesmal auch echt überrascht bin. Das letzte Mal waren wir 498 oder sowas. Oder kurz vor Jahr 500. Und hatten 5000 Menschen. Dieses Mal. AI, let's chat. Was? We can still remember when Ned Smith asked us to help develop Project Number 6 by giving it a human partner. Made it sound exciting. Nobody sugarcoats like a CEO. Was? Was? Warum geht jetzt unsere Mission weiter? Unsere Anomalie?
Warte mal. Das haben wir. Warum geht jetzt unsere Anomalie weiter? Nee, Mystery Lock. Was? Ich stehe gerade volle Knässe am Schlauch. Aber wir können unsere Stadt hier ab. Das war jetzt ein Missionslog. Oh, das haben wir doch schon lange, die Mission fertig. Deswegen bin ich gerade voll verwirrt. Hier müssen wir übrigens schauen, dass wir volle Arbeitsplätze heranbringen. Wenn hier viel Wohnfläche ist. Oder viel Wohnraum. Ich bin gerade voll verwirrt. Hier gibt es auch, also nur mal so, hier gibt es auch ein Mod-Paket, das macht 3 neue Tech-Trees dazu. Mal so in den Raum geworfen. Gibt es hier auch. Ah, guck mal. Training. Guck mal, da steht, was wir brauchen. Wir brauchen verdammt viele Ingenieure. Ich bin gerade voll verwirrt. Woher kam auf einmal das Missionslog? Oder warum kam das auf einmal? Ich lasse hier natürlich die Menschen voll durcharbeiten. Immer. Bei denen da haben wir ja auch schon mal. Oder haben wir den damals nicht gebaut? Doch, den habe ich in ein Forschungsding reingeschmissen. Definitiv. Ich muss jetzt gleich mal gucken, weil das hat mich gerade voll verwirrt. 100% Vegetation. Damit habe ich es erreicht. Unser Ziel. Unser Planet ist voll grün. Komplett grün. Grüner geht's nicht mehr. Gut, natürlich hier nicht. Aber damit habe ich eigentlich das Ziel erreicht, was ich erreichen wollte. Das wird alles geupgradet. Wir haben 442 Leute, die hier wohnen können. Und 160 Jobs nur. Das ist nicht viel. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich hier irgendwie mehr ranbekomme. Außer wenn ich sage, ich ziehe hier jetzt zum Beispiel eine Leitung durch. Und wir bauen hier außen noch wirklich hier ganz viele davon. Weil das sind immer gleich 24 Jobs. Das wäre die einzige Idee, die ich gerade so ein bisschen hätte dafür. Hier außenrum noch ein paar Fusionsdinger schmeißen. Aber jetzt hab ich mein Ziel, was ich eigentlich hatte, erreicht. Und der ist auch noch fertig geworden. Aber ich bin... Nö. Alles. All. Apply. Bei hier ist es egal. Ich bin gerade voll verwirrt. Der braucht 300 Energie. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir hier auch so ein bisschen Zeug bauen. Aber hä? Das sag ich doch. Den hab ich hier schon gebaut. Hier ist er schon. Den habe ich gleich am Anfang mitgebaut. Oh, wie geil das Ding jetzt ausschaut, wenn es hier grün ist. Mich verbrannt.
gerade voll verwirrt. Aber wir haben eine zweite Erde geschaffen. Die haben wir jetzt 100% Terraforming. Mehr geht nicht mehr. Mehr als 100 geht nicht. Es ist immer noch nicht so ganz flüssig, das Spiel, aber es läuft nicht mehr so flüssig. Ich würde sagen, das war das Ziel hier. Wir können weiterspielen. Oder wir können ein anderes Spiel spielen. Das würde ich jetzt einfach mal kurz im Chat überlassen. Ich bin ja nur euer Sklave, klingt falsch. Der, was für euch streamt. Ob wir jetzt hier noch ein bisschen weitermachen und wirklich das Zeug hier noch wegmachen oder ob wir einfach ein Spiel wechseln. Und die Auswahl ist hier auch sehr groß. Also passt, ist immer noch im Gleichgewicht. Alter. Ja, die Mars-Siedlung ist schon krass. Muss ich wirklich sagen, es ist krass, was wir hier gebaut haben. Wie viel Berg wir weggerupft haben. Der ging ja mal bis hier. Guck mal, wie viel Berg wir hier... Hier war ja die Kante von dem Berg, wie viel wir davon schon einen weggerupft haben. Das war das Ziel. Ich würde sagen, wir speichern. Wenn keiner was schreibt im Chat, dann speichern wir. Und mal schauen, vielleicht werden wir nochmal uns um die Kolonie kümmern, aber der Mars ist fertig. Und wir gehen mal raus, gehen in den Pause-Screen.